Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in GTA. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter. Ich bin in meinem neuen Zuhause, im neuen Los Santos angekommen. Bin auch, hab mich gut eingelebt. Passt alles soweit und sitze gerade im Auto von Joe. Und zwar Joe von Vincenzo. Der hat mich gerade am Cannaboys Shop abgeholt bei Lipstick. Und Vincenzo will mich sehen. Und ich weiß nicht genau, wo wir hinfahren und ich weiß nicht genau, um was es geht, aber die Aussicht ist auf jeden Fall schon mal schön. Ich wusste gar nicht, dass so tief im in den Gebirgen Vincenzo ein Anwesen hat. Das ist einer von seinen, sag ich mal, Lieblingstreffpunkten. Na gut, hier hat man auch einen Ausblick auf die Stadt, ne? Jenseits von... Oh, wow. Wow. Wirklich der Hammer. Tobas, danke fürs Überraschen. So, da wären wir. Oh, okay. Soll ich einfach aussteigen, hingehen, oder? Ja. Okay. Jo, danke, ciao, fürs Abholen. So, Vincenzo, da wären wir. Danke dir. Hallo, Vincenzo. Grüße dich. Was für ein Ausblick. Ist schön, ne? Gigantisch. Das ist so am frühen Abend, ich liebe das. Gigantisch. Hier oben kann man wirklich fast alles sehen. Wahnsinn, ey. Man sieht auch seine Millionenstadt. Ja, man sieht auch diese einzelnen Viertel, ne? Sie. Und wer die kontrolliert? Krass. Sich überlegt, so, keine Ahnung. Das ist vielleicht das Gebiet und das ist das Gebiet. Und da, also von hier oben ist echt geil, ich war hier noch nie. Sie. Ich komme hier gerne hin, wenn ich ein bisschen nachdenken muss. Okay. Aber habe ich tatsächlich in letzter Zeit viel zum Nachdenken. Ich hoffe, die Geschäfte laufen gut in der Stadt. Das ist ein bisschen das Problem. Wir haben uns das letzte Mal getroffen, kannst du dich noch erinnern? Da gab es so das ein oder andere Problem und naja, dann kam ja diese ganze Size-Geschichte und jetzt muss man halt schauen, dass man die Würfel gut würfelt bei diesem neuen Spiel. Sie? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja neue Stadt, gar nicht so einfach, denke ich. Das ist so richtig. Die Karten neu zu legen. Aber hey, Vincenzo, es bietet auch vielleicht viele neue Möglichkeiten. Absolut. So sieht meine Truppe das auch. Ja. Ich habe viele hungrige Wölfe bei mir. Die sind alle bereit, viele Schritte zu gehen. Oh, sehr gut. Das ist gut. Sind loyale Leute sind wichtig. Das stimmt. Das brichst du mir aus dem Herzen. Bist du loyal? Absolut. Bist du ehrlich? Absolut. Hast du meine scheiß Waffen geklaut? Absolut. Warum hast du das getan? Oh, scheiße, Vincenzo. Ich wusste, dass der Tag kommen wird. Ich wusste, dass dieser Scheiß-Tag kommen wird. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Ich kann es dir nicht sagen. Aber... Fühlst du dich jetzt reicher oder besser oder schlechter? Oder? Ich fühle mich auf jeden Fall mehr als schlechter und ich habe die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Erstens, wie ich es dir beibringe und zweitens, wie ich dir die Waffen zurückbringe. Ja, das können wir vergessen. Weißt du, was passiert, wenn man die Mafia beklaut? Will ich das wissen? Man stirbt, man ist tot. Weißt du nämlich, was das Problem ist? Die Tatsachen, dass die Waffen fehlen, muss ich erklären. Und die denen ich das erkläre, die verstehen noch weniger Spaß als ich, sie. Ich mir vorstelle, dass es meine Waffen wären, verstehe ich das. Wir haben aber eine gemeinsame Vergangenheit. Ich kann dich nicht töten. Das ist mein Problem. Ich habe ein kleines Gewissen. Okay. Gibt aber leider eine kleine Sache. Ich muss mein Gesicht wahren. Was, siehst du? Was ist, wenn ich hier die Waffe zurückhole? Oh nein, der Zug ist abgefahren. Gib dir aber eine faire Chance. Wenn du es schaffst, 7 Tage lang zu überleben, sieh, dann schenke ich dir das Leben. Wenn du es nicht schaffst, 7 Tage zu überleben, dann bist du halt tot. Wenn's... Was meinst du mit 7 Tagen überleben?
Ja, es gibt ein kleines Problem. Ich habe dir ja von meinen loyalen Wölfen erzählt, sieh. Ja? Weißt du, was Ombra, so nennen wir uns, weißt du, was das auf Deutsch heißt? Ombra? Sieh. Nein. Schatten. Im Prinzip heißt das so, frei übersetzt. Schatten, Ombra? Sieh. Und in diesen 7 Tagen hast du 7 Schatten hinter dir. Ich möchte dir deine, naja, sagen wir Mitspieler um dein Leben einmal vorstellen. Siehst du dort oben die 2 Jungs? Oh. Hey. Das sind zwei von den Jägern, die dich jagen werden. Oh. Wenn du ganz weit in die Ferne guckst, siehst du da den kleinen Klecks, der Typ da. Das ist der gefährlichste von allen. Zumindest von denen, die sich zeigen. Ich sehe den da oben drauf, ja. Der wird dich auch jagen. Und wenn er dich findet, wird er dich töten. Lass mich raten, die werden mich auch töten, wenn sie mich finden? Jeder von den 7 wird dich töten, wenn er dich findet. Oh fuck, ernsthaft? Du bekommst gleich 1/2 Stunde Vorsprung. Und dann gehen die Wölfe los. Und jagen dich. Es gibt ein kleines Ding dabei. Ich muss ja nicht erwähnen, dass du logischerweise nicht zur Polizei gehst. Und solltest du jemandem erzählen, dass du von der Mafia gejagt wirst, bist du auch tot. Und alle, die das wissen, sie. Hey, Vince, das ist ein ziemlich unfaires Spiel. Ich meine, ich weiß... Ohne das Mist, ist kein Problem, ich kann diese runterholen, die 7 Jungs, und die können dich gleich hier abmucksen. Ja, nein, da, Vince, alles gut. Ich habe da einen Riesenfehler gemacht mit deinen Waffen. Und ich weiß, dass sowas darf einfach nicht passieren. Das ist mir klar, und das wird auch nie wieder passieren, aber das Vertrauen ist weg, ich weiß das. Aber wenn 7 Tage, das sind Profis, 7 Tage. 7 Tage. Also 7 Tage vielleicht noch zu leben, vielleicht auch noch länger. Da brauchst du dir nach den 7 Tagen keine Gedanken machen. Dann löffel ich die Suppe für dich aus. Aber bis dahin wollen die Leute Resultate sehen. Und meine Jungs auch. Ich habe ein Gesicht zu wahren. Sieh, macht man einen Fehler, muss man einen Preis zahlen. Frag ihn, was mit meinem Kollegen passiert ist, der Scheiße gebaut hat. Ja. Was ist mit also deinem keine Polizei. Ja, okay. Du kannst von mir aus jedem erzählen, dass du auf der Flucht bist. Das ist mir scheißegal. Du wirst nicht sagen, dass die Mafia involviert ist. Sieh. Ja, ich verstehe. Gut, die Zeit läuft doch jetzt. Joe bringt dich in die Stadt. Okay. Jawohl. Vince, es tut mir leid, wirklich. 1/2 Stunde. Fuck. Jo, ciao, vielleicht können wir jetzt mal einen zweiten Gang schalten. Ich habe nicht viel Zeit, habe ich gehört. Wo möchtest du denn abgesetzt werden? Fahr mich bitte. Ach, scheiße. Dann weißt du ja, wo ich bin. Ich weiß dann nur, wo ich dich abgesetzt habe. Fahr mich. Nicht, wo du bist. Okay, dann fahr mich zum Würfelpark, bitte. Gut. Fuck. Vielleicht überlege ich es mir anders bis dahin, aber ich glaube, Würfelpark ist eine gute Idee. Gut. Scheiße, ey. Vielleicht zumindest nicht vorwarnen können, dass er so sauer ist. Ich wusste es selber nicht, dass er so erzürnt ist. Aber ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich... Nein, warte, ich habe da eine Idee. Ich habe eine Idee, pass auf. Kannst du mich auch an... Ist nicht ganz so weit an der Mace Bank rauslassen? Die Mace Bank? Ja, weil ich habe da meinen Roller noch stehen. Ja, kann ich. Ich hoffe, dass er da noch steht. Okay, das ist zu wild. Ey, das ist wirklich zu wild. Ey, mich verfolgen, keine Ahnung, 7 Profikiller von Vince. Ey, was soll ich da? Joe, was soll ich da machen? Wie soll ich da überleben? Das funktioniert nicht. Ich bin wahrscheinlich in einer halben Stunde, habe ich Vorsprung, bin wahrscheinlich in 31 Minuten tot. Wahrscheinlichkeit zum Überleben ist wahrlich gering. Scheiße, ich bin aber auch kein John Wick, weißt du, wie ich meine? Ich hab mit so einem Kack eigentlich nichts am Hut, ey. Ich mach mal hier und da mal einen kleinen, weißt du wie? Ja. Mann, ey. Basebank, wo war die Nummer? Ich muss jetzt mal selber. Warte mal, Basebank, wo war denn die?
Da bei dem beim Polizeirevier. Also, nein, ich will nicht zur Polizei, aber da beim PD. Im Westen. Ah, da. Du sag mal, Joe? Ja. Hast du eine Waffe für mich? Leider nein. Herr Twitch, sehen Sie das als Katz-und-Maus-Spiel an? Ach, ja. Unsere Jungs sind, ja, darauf trainiert, auch ohne Waffen zu töten. Ey, das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen, sowas. Fuck, ey. Edwards, sie hätten einfach ihre Hände bei sich behalten sollen. Ja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Ja, aber ich verstehe auch, dass die Verlockung zu groß war für sie. Es ist einfach, guck mal, ich bin ein einfacher Mann. Ich hatte halt nicht viel in der Stadt und so weiter. Ich habe halt so gedacht, hey, nimmst du so ein paar Waffen, weißt du wie, passiert schon nichts. Aber ich meine, dass das im Nachhinein dumm war und eine der dümmsten Sachen, die ich wahrscheinlich gemacht habe, das ist mir schon klar. Aber ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Ja gut, jetzt ist sowieso zu spät. Warte, fahren wir hier, ja. Okay, warte kurz, mach langsam, weiter, weiter, weiter. Okay, scheiße, mein Roller ist nicht mehr. Ja, okay, alles klar, danke dir, ne? Ja. Jo, ciao, falls wir uns nochmal wiedersehen. Minuten, ey, Abfahrt. Was soll denn das? 30 Minuten, ey, hör doch auf. Ohne Witz. Was soll ich das? Ich kann mich auf die Straße stellen, ey, oder irgendwo, wo, irgendwo eingraben. Ach, Mann, ey. Fuck, 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 fuck. Yo, Lipstick, ich hab ein Problem. Das war mir schon fast klar, was ist los? Ich stehe an der Maze Bank. Ich hab gedacht, mein Roller ist noch hier, der ist aber nicht hier. Ich. ich hab ein kleines Problem. Ich werd verfolgt. Du wirst verfolgt? Mhm. Von wem? Kann ich nicht sagen. Aber das ist eine ziemlich ernstzunehmende Geschichte ist das und wenn ich nicht die nächsten, die nächste Woche, wenn die mich finden innerhalb von 7 Tagen, dann knips, Licht aus. Okay. Das, ja. Die haben jetzt eine halbe Stunde Vorsprung gegeben und wenn die mich halt innerhalb der nächsten 7 Tage finden, dann knipsen die mir die Lampen aus, aber alle wie sie an sind. Jetzt recht. Das kann ich mir kaum vorstellen, wie es gerade jetzt aus. Bist du an der Macebank? Hey, ich bin gerade mit Shelby unterwegs, wir sind gerade auf dem Weg nach Corbin, weil ich noch was loswerden wollte. Scheiße, hier ist ein Auto. Der Shop hier rechts. Auf der hier ist ein Auto. Aus dem Kopf. Hier anhalten, zurück also. Alles klar, pass auf, wo seid ihr? Bei Corbin am Shop rechts hier rein. Wo ist denn das? Du hast mir das gezeigt, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Beim Unicorn. Ach, scheiße, wo ist denn das blöde Unicorn? Ja, wie erkläre ich dir das jetzt? Warte ganz kurz. Ist das weit zu laufen? Das ist unten bei Mike Superfahrzeuge. Da kommt doch, wenn du dann so vom Mike Superfahrzeuge nach links runter, da ist ein Shop und da ist das. Okay, alles klar. Pass auf, ich muss. Bist du bei der Hauptmacebank oder bei welcher Macebank bist du? Hauptmacebank. In der ganz oben im Norden da, also kurz. Nein, beim PD, beim PD. Ach da! Ich komm gleich rum mit Shelby.
Pass auf, ich lauf schon mal Richtung den Dings. Was wichtig wäre, ich bräuchte vielleicht neue Klamotten oder so. Irgendwie mich umziehen, irgendwie ein bisschen anders kleiden halt. Ja, kriegen wir hin. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was diese Scheiße soll, aber ey, die wollen mir die Lichter ausknipsen, Alter. Also richtig ausknipsen. Was hast du denn getan, Alter? Die wollen mir einen Dynamo ins Fahrrad bauen, Junge, und den auf straff stellen. Kannst du wieder nichts mit anfangen? Hast du ein Fahrrad, oder? Ja, weißt du nicht, was ein Fahrraddynamo ist? Ja, doch, da würde die Lichter funktionieren und wenn das zu stramm dran ist, musst du so voll dick strampeln und so. Ja, und die wollen mir mein Fahrraddynamo auf straff stellen, das kann ich dir sagen. Ja. Scheiße, ey. Okay, pass auf, ich brauche auf jeden Fall andere Klamotten, das steht fest, ich brauche andere Klamotten und ich muss irgendwie ein bisschen untertauchen. Sonst. Warte kurz. Sonst bin ich am Arsch, Alter. Ja. Ich hab drei. Warum hat der denn die Scheiße hier zu, der alte Sack? Ich hab drei von den Typen gesehen. Du hast drei Typen hast du gesehen. Ich hab drei gesehen. Och, ey. Lipstick, das war so schlimm. Ich hab drei gesehen. Die standen so weiter weg. Das sahen aus wie richtige, wie John Wicks. Alle wie John Wicks. Sahen die aus. So richtige Profikiller. Ich kümmere mich drum. Da kannst du nicht, da kann sich keiner drum kümmern. Das sind Profikiller, Alter. Und es sind insgesamt sieben. Sieben Schatten. Okay. Schatten, Ombres. Wo bist du jetzt? Sieben Ombres verfolgen mich. In Schatten heißt das. Ich schick dir jetzt Shelby vorbei, der kommt dich abholen und bringt dich hier zu Corbin. Okay, dann soll der zu dem Shop kommen, wo die Tankstelle ist. Der Shop, wo die Tankstelle ist. Da beim PD. Shop, also beim PD, Nordosten, östlich vom PD. Ah, ja, östlich. Ja, alles klar, ich weiß, wo das ist, alles klar. Gut, da bin ich. Ich schick dir Shelby. Ja. Alles klar. Bis gleich, Mann. Der bringt dich dann zu Corbin. Okay. Alles klar, Greg, bis gleich. Jo, ciao. Ich bin am Arsch. Ich bin komplett am Arsch. Da ist einer. Okay, ich glaube auch meine halbe Stunde ist noch nicht rum. Hey, was geht? Hallo. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja. Durst? Ja. Bock auf einen geilen Burger. Wie sind die Burger hier, weißt du das? Oh, geile Coke nehme ich auch, ey. Burger sind hier nicht, nur Hot Dogs. Ach, der hat nur Hot Dogs? Echt? Ja. Ah, okay, warte mal. Jo, Bruder, was hast du für Sandwiches? Hast du Salami? Ja, mit Käse? Auch Ei? Mit Remoulade? Oh, ja, zwei. Nehme ich, danke. Okay. Ja. Und was bist du? Ich gebe dir einen aus. Dann eine Cola, bitte. Eine Cola? Ja. Ah, Cola, da ist Haufen Zucker drin, ey, ich sag's dir. Warte kurz. Coke. Oh, warte kurz. Scheiße, jetzt habe ich selber getrunken. Unfassbar. Ja, kacke. Ey, tut mir echt leid. Ich hätte gerne Coke ausgegeben. Alles gut. Scheiße, wer war denn da draußen? Gehört er zu dir? Nee, ist mein Mann, glaube ich. Alles klar. Auch nicht. Yo, Scheiße! Oh, Shelby, Alter. Oh, Shelby, du bist, ey. Ich hab gedacht, du bist einer von den Ombres. Von den Ombres? Was hast du? Was Alter, mich verfolgen sieben Schatten, ey. Keine Ahnung, ich hab drei so eine Typen gesehen. Ich
Wenn die mich innerhalb von 7 Tagen erwischen, die wollen mir das Licht ausknipsen, Alter. So richtig ausknipsen. Also, die wollen mir nicht paar vors Maul hauen. Die wollen. Oh, scheiße, Telefon. Yo, Corbin. Jo, sag mal, was ist bei dir schon wieder los? Gar nichts ist los, alles scheiße ist. Kannst du dich schon mal verabschieden von Hendrik? Wieso, was hast du denn gemacht? Wie, was hab ich gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, pass auf, ey. Lipstick hab grad zu mir, du hast 7 Tage zum Überleben. Wenn du schaffst, dann lebst du, wenn nicht, dann bist du weg. Ja, das ist gut zusammengefasst. Ja, da fehlen aber noch so die Zwischensequenz. Warum, wieso, weshalb? Ja, ist eine ganz schwierige Nummer, ey. Ich bin, pass auf, ich bin, wo sind wir jetzt, Shelby? Ja, pass auf, komm zu meinem Laden, das ist der Fangstation. Beim Unicorn. Wir kommen zu deinem Laden, ja. Oh, fuck, ich glaube, ich habe nicht verfahren, warte mal. Jo, Corbin sagt, ich soll zu seinem Laden kommen. Seit wann hat er einen eigenen Laden, Alter? Keine Ahnung. Ist ja nicht normal hier. Ich mache irgendwas falsch. Ja, auf jeden Fall wollen die mir das Licht ausknipsen. Die wollen mir so richtig alle Scheinwerfer ausmachen. Ja, das ist nicht so cool. Nee. Gar nicht cool. Ey, und ich habe die Typen gesehen, ohne Witz. Ich habe die gesehen. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Das ist doch hier Joe und Vincenzo und so, oder? Nein. Verdammte Scheiße. Nee, die sind das nicht. Ich darf aber auch nicht drüber, reden. Hä, was ist das für ein Scheiß? Robin, mach die scheiß Tür auf! Mensch, du Blödföhn, ich hab ja gesagt, wir kommen vorbei. Jetzt mach's Brett auf, sonst latsch ich die Scheibe ein. Ich ruf ihn mal an. Ist das ein Penner, ey? Ohne Witz, ey. Ich sag, die Kacke ist am Dampfen, jetzt lässt er mich hier vor der Tür stehen. Ich brauche unbedingt ein neues Outfit. Das stimmt, ja, mit der blauen Jacke bist du auffällig. Ja. Ja, Corbin, lass uns rein. Wir sind vorne. Ach so, scheiße, gibt's einen Hineingang? Ey, warte mal, es gibt einen Hineingang, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's einen Hintereingang. Ein scheiß Laden hat auch immer einen Hintereingang. Mann, ey, ich bin hier voll die Zielscheibe. Was geht ab? Jo, was geht ab? Ihr Pappeisen, ich hab gesagt Hintereingang. Ja, Mann, ey, was weiß ich, dass du einen scheiß Hintereingang hast? Oh Gott, war ich erschrocken, ich hätte fast abgestochen. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, Hendrik hat sich hier wieder mit der Mafia angelegt, glaube ich. Oh. Nein, nix, Mafia! Was ist denn deine? Ja, ich kann es nicht sagen, wer es ist. Ich darf es nicht. Wenn ich das sage, dann habe ich das Gefühl, ich spreng mich sofort in die Luft. Nee, also wir gehen erstmal rein, der Laden ist abhörsicher. Lass uns bitte nicht drüber reden, wer es ist, okay? Ich komme dann nur in noch größere Schwulitäten. Geh rein jetzt in den Laden, hör auf zu jammern. Du bist doch nur kein Waschlappen. Du rein dort. Ich geh doch nicht in die Zelle, Mann. Rein! Alter, was ist denn mit dem nicht richtig? Digga, was ist das denn hier? Alter, Corbin ist ja richtig dekadent, Mann. Wie du fingerst irgendwas ein. Ja, warte. Hey, mach mal auf hier. Shelby hat noch eine Kiste Zigaretten für dich. Ich hab hier noch eine Kiste für dich, hier. Über der Gewehr. Ach, fuck, die ist noch im Auto. Warte, ich muss mal kurz ans Auto. Ja, warte. Moin, danke für 5 Monate, Bruder. Danke. Hendrik. Und Happy für 23. Butter bei die Fische. Ja, also... Pass auf, du eierst jetzt nicht drumherum, du sagst das, was Fakt ist und wem du schon wieder ein Bein gepisst hast. Ich hab, ach, ist eine alte Geschichte und da ist was... Ja, wir haben Zeit. Ja, es ist eine alte Geschichte und es ist da was schiefgelaufen. Pass auf, im Großen und Ganzen ist es das Problem, dass 7 Ombres, das heißt Schatten, Alter, wusste ich auch nicht, wusstet ihr das? Ja, natürlich, das weiß jeder. Ja, der 7 Ombres auf jeden Fall mich verfolgen. Und wenn ich 7 Tage lang überlebe, dann darf ich am Leben bleiben. Dann ist die Sache geklärt. Aber die werden versuchen, mich zu killen in den 7 Tagen. Also musst du nur den heutigen Tag überleben. Hier fahren Autos gerade vor. Also musst du nur den heutigen Tag überleben, weil der Rest der Woche ist ja eh. 7 Tage. Aber ich bin jetzt der Laden, wo bin ich jetzt gesagt. Wer ist das? Wer ist das? Ja, warte. Ey, fuck, steck das Messer weg. Nein. Steck das Nein. Messer weg. Mit Sicherheit nicht. Pass auf, du bist in meinem Laden. Steck das Messer weg. Nein.
Dann lass die nicht rein. Ich will es dir gerade erklären, wer es ist. Stinksmesser. Haben die einen Akzent? Pass auf. Corbin wird gerade, sag ich mal, untersucht von Vincenzo. Das heißt, Vincenzos Leute, zwei Mann von Vincenzos Leuten sind hier, werden meinen Laden etwas begutachten und dann wieder gehen. Willst du mich verarschen? Das sagst du jetzt! Bleibst jetzt mal ganz ruhig, du stellst dich einfach dort hinter in die Ecke und jetzt versuchst einfach mal die Sabbel zu halten, okay? Ich lerne das schon. Bei mir im Laden braucht er die Scheiße nicht abziehen, ich lass ihn nicht rein. Das würde dir erzählen. Mit der Mafia ist vorbei. Ja, mit der Mafia ist vorbei. Ganz locker bleiben. Ja, leg dich da am besten in die Ecke, da sieht dich keiner. Also, warte mal. Wo kommt man denn die rein? Genau so. Ist das gut? Das ist gut, ja. Lipstick. Ja. Mach bitte keine Backen mit denen. Ohne Witz, Alter. Hört die vielleicht nicht um dieser Kiste. Ja, ihr solltet nicht mit diesen Uhren hier sprechen. Was? Ihr solltet nicht mit diesen Uhren hier sprechen. Das sieht komisch aus. Muss mal was nachchecken, Alter. Okay, alles klar. Was? Alles gut. Corbin hat mir geschrieben, wir sollen hinten rausgehen. Fuck. Scheiße, mein Wagen steht noch vorne. Wir sollen uns verstecken. Fuck. Gut, aber meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das wäre ein harter 7 Tage. Ohne Witz. Bis dahin, in diesem Sinne, tschüss und ciao.